Vor einiger Zeit habe ich euch einmal die Blink Mini vorgestellt. Das ist eine kleine Überwachungskamera, die einfach über einen USB-Port mit Strom versorgt wird und via WLAN die aufgenommenen Daten in eine Cloud schickt. Das Problem an der Blink Mini sowie allen anderen Blink-Überwachungskameras ist der Fakt, dass der Online-Speicher Geld kostet und zwar gar nicht mal so wenig. Im Blink Basic-Abo zahlt ihr pro Kamera 3 Euro im Monat oder 30 Euro im Jahr, das spart dann ein bisschen im Jahresabo. Es gibt auch noch ein Premium-Abo für 10 Euro monatlich oder 100 Euro im Jahr, bei dem ihr beliebig viele Kameras einbinden könnt. Beide Abo-Modelle finde ich persönlich viel zu teuer und habe das auch damals in der Review bemängelt. Ich habe euch aber auch versprochen, dass wenn das Blink Sync-Modul auf dem Markt ist, dass ich euch ein Video dazu mache und jetzt ist das da. Das ganze Geld kann man sich jetzt durch eine kleine Einmalinvestition in das Blink Sync-Modul Nummer 2 sparen. Damit könnt ihr nämlich den Inhalt von bis zu 10 Überwachungskameras lokal auf einem USB-Stick speichern und von überall aus der Welt abrufen. Das Modul selbst kostet nur 35 Euro, ist also im Vergleich zu einem Jahresabo für 2 Kameras schon in einem Jahr abbezahlt. Geliefert wird das Modul in einer kleinen schlichten Verpackung ohne viel Schnickschnack. In der Verpackung befinden sich lediglich das Modul selbst, ein Netzteil, ein passendes Micro-USB-Kabel und eine kleine Anleitung zum Einrichten. Die braucht ihr aber nicht, wenn ihr jetzt dieses Video anschaut. Da das Sync-Modul über keinen internen Speicher verfügt, solltet ihr euch unbedingt einen USB-Stick mitbestellen, falls ihr keinen irgendwo zu Hause in der Ecke rumfliegen habt oder so. Ansonsten wird das mit der Videospeicherung nämlich nichts. Und aus Gründen der Ästhetik habe ich mir direkt einen Nano-USB-Stick mitbestellt, der nicht wie eine riesige Antenne vom Gerät absteht und einfach schicker aussieht. Kann man machen, muss man aber nicht. Es gibt auch noch eine passende Wandhalterung, die in meinen Augen ebenfalls deutlich besser aussieht, als wenn man das Modul irgendwo an einer Steckdose rumbaumeln hat. Und die habe ich mir auch gleich mitbestellt. Und das Schöne ist, dass bei der Wandhalterung auch noch ein passendes USB-Kabel mitgeliefert wird, sodass das ganze Konstrukt mehr wie aus einem Guss wirkt. Wer einen 3D-Drucker zu Hause hat, der kann sich so ein Ding bestimmt selber drucken. Ich habe leider keinen. Alles im Allen hat mich das Sync-Modul, so wie ihr das jetzt hier seht, runde 54 Euro gekostet und das ist für mich okay. Selbstverständlich habe ich euch alles in der Videobeschreibung verlinkt, falls da Interesse besteht. Habt ihr erstmal alles ineinander gesteckt und an das hausinterne Stromnetz angeschlossen, geht es an die Installation des Moduls. Dazu ladet ihr euch, falls ihr es noch nicht habt, die Blink Mini App aus dem App Store herunter und startet sie. In der App geht ihr oben rechts auf das Plus-Symbol, sagt ihr möchtet ein kabelloses Kamerasystem hinzufügen, fotografiert mit der Kamera den QR-Code auf der Rückseite des Moduls und gebt dem ganzen Kind einen Namen. Euer Sync-Modul sollte jetzt blau blinken und dauerhaft grün leuchten. Ist das der Fall? Geht auf Gerät ermitteln. Jetzt müsst ihr euch in das Sync-Modul einklinken und das WLAN auswählen, mit dem es sich anschließend verbinden soll. Und dazu solltet ihr natürlich auch euren WLAN-Schlüssel kennen. Wenn alles geklappt hat, lädt sich das Sync-Modul mit allergrößter Wahrscheinlichkeit erst noch ein Update runter und dann seid ihr fertig. Euer Sync-Modul ist jetzt der Hub von bis zu 10 Kameras und sollte daher möglichst so platziert sein, dass es vom WLAN aus gut erreichbar ist. Reden wir mal kurz über die Speicherung eurer Daten, denn mit dem Sync-Modul gibt es jetzt 2 Optionen, wie die Daten gesichert werden. Wenn ihr kein aktives Abonnement habt, werden die Überwachungsclips der mit dem Sync-Modul verbundenen Kamera direkt auf dem USB-Stick geschrieben. Aber auch nur, wenn ihr nicht das Live-Bild eurer Kamera anseht, denn Live-Bilder könnt ihr nicht auf dem USB-Stick speichern. Das geht nur mit dem Abo und das ist auf jeden Fall ein Nachteil, den man erwähnen sollte. Denn wenn jetzt eine Bewegungsmeldung auf das Handy kommt, ist man eher dazu geneigt, direkt nachzusehen, was vor Ort los ist. Und dann habt ihr im Falle eines Falles keine Daten, es sei denn, ihr startet vielleicht die Bildschirmaufnahme auf eurem Handy oder so. Ansonsten könnt ihr die Clips vom USB-Stick wie gewohnt über die App ansehen, mit dem einzigen Nachteil, dass ihr keine Vorschaubilder seht, wenn ihr die Daten vom Stick abruft. Und wenn ihr ein aktives Abonnement habt, dann werden die Daten zunächst in der Cloud gespeichert und am Tagesende als Backup heruntergeladen und dann auf dem Stick gespeichert. Das ist natürlich auch ganz nice. Sollten auf dem USB-Stick weniger als 375 MB frei sein, bekommt ihr eine Meldung auf euer Handy und müsst den Speicher manuell entleeren. Und das funktioniert leider nur an einem PC und nicht in der App. Also müsst ihr den Stick je nach Größe und Anzahl der mit dem Sync-Modul verbundenen Kameras regelmäßig aus dem Modul rausziehen und manuell eure Daten am PC löschen. Das ist in meinen Augen äußerst unschön, besser hätte ich hier vielleicht eine Lösung gefunden, die einfach ältere Daten überschreibt oder wenn es die Möglichkeit geben würde, einfach aus der App heraus sagen zu können, dass man die und die Daten nicht mehr haben möchte. Naja gut, ihr solltet also nicht am Speicher geizen. Ein Clip von 30 Sekunden in voller Qualität hat übrigens im Schnitt eine Größe von ca. 5 MB. Nur mal so als Beispiel, auf einem 32 GB USB-Stick passen so runde 6400 Clips mit einer Gesamtlänge von runden 53 Stunden. Und das ist schon mal ordentlich. Maximal könnt ihr einen Stick von 256 GB in das Sync-Modul hämmern und je nachdem wie viele Kameras ihr habt, macht das mehr oder weniger Sinn. Da ich kein Freund von Abo-Modellen bin, ist natürlich das Sync-Modul mit integriertem Speicher in meinen Augen eine sinnvolle Anschaffung, wenn man
auf das Blink-Ökosystem setzt und dabei noch ein bisschen Geld sparen will. Zusammen mit der Wandhalterung und einem kleinen USB-Stick kann man es schön im Haus integrieren, ohne dass es irgendwo störend rumfliegt. Auch mit einem bestehenden Abo macht die Anschaffung eines Sync-Moduls Sinn, wenn man ein lokales Backup seiner Daten haben möchte. Doof ist natürlich, dass man keine Live-View-Aufnahmen ohne Abo abspeichern kann und dass der Speicher halt regelmäßig von Hand geleert werden muss. Aber gut, irgendwas ist ja immer. Alle Links zu den hier gezeigten Produkten und weiteren technischen Informationen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und wenn ihr diese Links nutzt, habt ihr gleichzeitig die Möglichkeit, diesen Kanal zu unterstützen, da es sich um Affiliate-Links handelt. Das nur am Rande. Wenn ihr noch Fragen habt, dann donnert mir die gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Haut da rein, ciao.